Heute zeige ich euch wieder einen wunderschönen Ausflugstick beim Herbst im Appenzellerland, nämlich die Ebenalp mit der wunderschönen Luftseilbahn und der Bärenhöhle und dem spektakulären Gasthaus Escher. Unsere Reise startet wieder mal hier unten in Zürich. Da ist es nicht so schönes Wetter, aber ich habe in die Webcam von der Ebenalp und vom Wildkirchli geschaut und hier sieht es Hammer aus, darum let's go! Jetzt steigen wir rein in das wunderschöne Gondeli von der Luftseilbahn Ebenalp und los geht die Fahrt mit der spektakulären Bahn auf die Ebenalp rauf mit 723 Meter Höhenunterschied. Wow, das geht ja da mega nah bei den Felsen durch. Wir sind jetzt oben auf der Ebenalp angekommen, bei wunderschönem Sonnenschein auf 1590 Meter über Meer. Und von da aus kommt man in gerade mal 20 Minuten runter zum weltberühmten Escher Gasthaus und noch zu der Bärenhöhle. Gehen wir es entdecken. Das sieht mega spektakulär aus hier drin. Schaut, da hat sogar noch Ruß an der Decke von den ersten Gästen im 18. Jahrhundert mit Fackeln. Jetzt wäre es aber noch viel spannender. Jetzt gehen wir hinterher zum Gasthaus Escher, ebenfalls ein Restaurant mit im Fels drin. Und hinter dem grossen Felsen kommt jetzt endlich das Gasthaus Escher zum Vorschein.